geht's zur Landeskartenschau. Ein Highlight dieses Jahres für mich und für Sie. Wenn wir hinten hochfahren. Jetzt hin. Das ist der Shuttlebus. Da können wir gleich mit dem Fahrrad hinfahren. Also, der Eingang ist hier nicht, aber da steht Fußweg und eine Erklärung, wie weit es geht, kriegt man auch nicht, weil hier keiner Deutsch spricht. Da sieht man den Bus. Also so informal, so jemand zum Informieren, die spricht weder Deutsch noch Englisch und der Busfahrer auch nicht. Aber es ist ein Schild hier auf Deutsch, Gartenschau Eingang Nord und da fahren wir jetzt hin. Aber das stimmt, das ist nach dem Schild. Ja, so wird es gehen, ja. Probier das alte Moos. Ja. Mit dem Fahrrad, guck mal, das Schnee. Fußweg, aber hoffen wir, dass auch mit dem Rad geht. Ja, das ist da drauf. So, dann wollen wir mal. So, jetzt nochmal zur Aufklärung für alle, die des baden-württembergischen Dialekts nicht mächtig sind, beziehungsweise die ganze Situation nicht so recht verstanden haben. Wir sind an den Großparkplatz gefahren in der Annahme, dass dort der Eingang zur Gartenschau ist. Dem war aber nicht so. Es steht dort lediglich ein Shuttlebus zur Verfügung, der einen zum Eingang bringt. Es waren mehrere Leute dort, die alle etwas irritiert gewesen sind und man versuchte herauszufinden, wo der Eingang eigentlich ist, aber weder der Busfahrer noch eine im Bus sitzende Begleitperson konnten Auskunft erteilen, weil sie beide der deutschen Sprache nicht mächtig gewesen sind. So machten wir uns einfach auf den Weg und fuhren dem Fußgängerschild Richtung Eingang nach. Das Ergebnis war schlussendlich, dass wir wieder da angekommen sind, wo wir losgefahren sind, nämlich am Wohnmobilstellplatz. Also wir sind jetzt am Info und haben es trotzdem nicht gefunden, wo das ist. Ja, also normalerweise finden wir schon immer unsere Sachen, aber ich glaube, dass das nicht so optimal ausgeschildert ist, Ossi, oder? Ja, aber wir haben einen Mund und jetzt werden wir irgendjemand fragen. Die Ossi macht das, die ist ja gesprächigeizig. Also, auf geht's. Auf geht's. Also die Ursi hat niemanden gefunden, den sie fragen kann und ich habe schon gehört, ja, sie weiß wohin.
sondern ich bin diesmal gut gerüstet mit faltbarem Stock und mit einer Sonnenmütze. Dann komme ich da auch durch. Sofern kein Gewitter kommt. Da habe ich ja Regenjacke noch dabei. Also auch für diesen Fall bin ich gerüstet. Ja, also dann gehen wir jetzt langsam, weil da oben sieht es ja bewölkt aus und dunkle Wolke. Da wird jemand nervös, wenn es um Blumen geht. Ja. Ja, und dann gab es noch ein Problem, das wir allerdings erst am nächsten Tag bemerkten, nämlich unsere ganzen Videoaufnahmen von der Gartenschau in Eppingen sind allesamt einen Speicherkartenfehler zum Opfer gefallen. Und somit können wir euch hier nur ein paar Bilder zeigen, aber Sinn und Zweck unserer Videos ist ja ohnehin Anregungen für Wohnmobilreisen zu geben. Deswegen wollen wir euch hier einfach die Bilder zeigen. Wir hoffen, die Impressionen der Gartenschau haben euch gefallen. Wir sind dann zum Gustl zurückgefahren und haben unsere erste Pizza im Gustl gebacken, im Gasbackofen. Und wie ihr sehen könnt, das sah richtig gelungen aus und hat auch lecker geschmeckt. So, da sieht man einen schönen Blick. Ja, wir sind hier nämlich am Kraichgau-Blick. Ist ein Aussichtspunkt. Und zwar bei Eppingen. Ja, da seht ihr ja Eppingen. Und ja, da waren wir ja gestern auf der Gartenschau. Ja, und da müssen wir uns jetzt alles erst einmal was klarstellen. Denn wir haben euch ja angekündigt, wir gehen jetzt in die Gartenschau rein und machen da schöne Aufnahmen. Das haben wir auch getan. Leider ist es nichts geworden, denn wir hatten ein Speicherkartenproblem. Ja. Deswegen können wir euch davon nur ein paar Bilder einspielen. Denn die Ussi hat ja Gott sei Dank ein paar Bilder gemacht. Ja, genau. Wenn ihr mehr sehen wollt von der Gartenschau, die schönen Bilder können wir euch leider nicht vermitteln, müsst ihr nach Eppingen in den Kraichgau ins Heilbronner Land fahren. Ja, das ist sowieso schön und immer ein Ausflug wert. Und der Stellplatz ist auch super, das können wir gleich schon vorweg sagen. Ja, genau, aber ich glaube, den stellen wir noch ein bisschen vor, oder? Also sagen wir noch was von dem Stellplatz. Ja, ja, klar, den stellen wir schon noch vor. Aha. Wir wollen jetzt erst einmal in den Grenzbereich fahren von Eppingen. Ja. Eppingen ist auch hier im Heilbronner Land bekannt, gehört zum Heilbronner Land, ist aber auch der Kraichgau. Ja, das ist halt so ein Landstrich hier. Das sagt jetzt wahrscheinlich welche, die im Norden oben wohnen, weniger. Auf jeden Fall ist es ein schöner Landstrich. Genau. Und jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen was von der Gegend. Ja, und dann fahren wir weiter. Gerne schauen, müsst ihr selber anschauen. Ja, das sowieso. Also.
So, also hier sind wir in der Birnbaumallee. Und die Birnbaumallee, die ist hier mit lauter Grenzsteinen versehen, bis hinauf. Das sind alte Grenzsteine aus dem Grenzbereich, in dem wir uns gerade befinden. Denn wir finden uns im Grenzbereich bei Ebbingen. Und zwar, Ebbingen liegt an der Grenze zwischen Baden und zwischen Württemberg. Ja. Und die Ursi, das wisst ihr ja, das ist eine badische. Ja, ja, genau. Und die wurden zusammengeschlossen. Und 80% der Württemberger, wenn man fragt, hier auch in der Gegend, dann sagen die wahrscheinlich, ja, wir sind die Württemberger, wir sind Schwaben. Aber das ist nicht der Fall. Nein. Denn Württemberg besteht aus Franken und aus Schwaben. Und ich bin ein Franke, allerdings nicht aus Württemberg. Nein, er ist nämlich ein bayerischer Franke. Ja, Bayern gibt es ja gar nicht in Franken. Also es ist auch nur annektiert, ja. Franken ist ein freies Land. Auf jeden Fall ein Nürnberger Franke. Ja. Aber hier, diese Franken, die hier leben, die sind von den Schwaben annektiert worden, ist aber ein urfränkisches Gebiet. Es heißt ja auch die Region Heilbronn-Franken. Franken, ja, genau. Aber die meisten Leute meinen, sie sind Schwaben. Mhm. Dabei sind sie nur annektiert worden. Die Schwaben haben das nämlich dann kurzen Prozess gemacht. Die sind in die Ortschaften eingefallen, haben den Lehrer, den Pfarrer, den Apotheker einfach weggeschafft, ja, und haben da ihre schwäbischen Leute eingesetzt. Und wenn es die Leute dann trotzdem nicht wahrhaben wollten, dass jetzt auf einmal Schwäbisch statt Franken sind, dann hat es so geheißen, und es heißt euer Ortschaft auch noch Schwäbisch, ja, wie Schwäbisch Hall zum Beispiel, damit die Leute das gar kapieren. Aber Schwäbisch Hall zum Beispiel ist auch eine urfränkische Stadt. Mhm. So. Genau, ja, so ist es. Und jetzt noch mal ganz klar, weil viele, also gerade nicht die Baden-Württemberger, die meinen ja immer, wenn sie hören, ah, du kommst aus Baden-Württemberg, bist ein Schwab. Hallo? Nein. Baden-Württemberg setzt sich nämlich aus Baden, aus Schwaben und Franken zusammen. Jawohl. Ja, so ist es. So und ist es. Ja, das wollte man jetzt einfach einmal klarstellen, damit oder? Damit man das ein für alle Mal weiß. Jawohl. So, wir gehen weiter auf Grenzspurensuche. Ja, genau. Wir fahren jetzt hier diese Allee noch ein bisschen entlang und ja, und schau, betrachte diese ganze Grenzsteine. Die sind nämlich zum Teil noch ganz schön alt. Ja. Die sind ein paar hundert Jahre alt und die sollen ja hier zum Gedenken sind die aufgestellt, also Gedenken, damit sie halt einfach erhalten bleiben. Hm? Okay. Und ist eine schöne Idee, finde ich. Ja. Ja. Also, wir fahren weiter. So, eine wunderschöne Ortschaft und eine wunderschöne Gartenschau. Aber müsst ihr selber zum Anschauen reingehen. Die Bilder haben wir euch ja gezeigt. Aber jetzt schauen wir noch ein bisschen in die Ortschaft rein. Ja, denn das soll sehr schön da drin. Ist sehr viel Fachwerk. Da habe ich gerade mir selber verschluckt. Der Ossi, genau. Ossi fehlen die Worte. Ja, nein, da ist ganz viel Fachwerk zu sehen. Und das ist eigentlich ein ganz nettes Städtchen, gell? Ja, wir könnten aber auch schauen, ob wir was zum Essen kriegen. Ja, können wir auch schauen. Da, also, es hat, glaube ich, einige Lokale da. Schauen wir mal. Da kann man schon was finden. Ja, ja, wir zeigen euch auch was. Und haben eine neue Speicherkarte. Ja, also, jetzt hoffen wir, dass es diesmal klappt. Ja, genau. Thank you.
Und da gibt es ein Mausemuseum. Und dieses Mausmuseum hätte mich jetzt mal interessiert. Aber hat leider heute nicht geöffnet. Du hast sie. Die Mäuse haben uns mal angeschaut, die Mäuse vorhin. Ja, aber ich weniger. Mich jetzt interessiert. Also ich bin jetzt nicht traurig, dass es zu hat. Da sind wir hier am Rathausplatz. Und Eiskaffees gibt es hier gerade genug. Ja. Und statt am Mittagessen essen wir jetzt einen Eisbecher. Ist keine schlechte Alternative, würde ich sagen. Müssen wir nur noch entscheiden, was. Ganz schön viel, was es hier so drauf gibt. Aber ich denke, mir wäre fündig. Also zum Stellplatz muss man sagen, der ist sehr modern, ganz neu angelegt. Er ist auch ziemlich breit, sodass das also hier durchaus gern gestattet ist, dass man sich da vor das Wohnmobil setzt. Ja, die sind breit genug. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass man hier sich eine Weile aufhalten kann. 7 Euro kann man nicht sagen, innenstadtnah. Und Stromversorgung ist da, natürlich, die ist dann gebührenpflichtig, gehe ich mal davon aus. Und wir brauchen ja immer keinen Strom. So genau haben wir uns jetzt die Stromsäule nicht angeschaut. Ja. Die Entsorgung ist natürlich kostenlos. Die Versorgung kostet also 10 Liter, 10 Cent und dann 1 Euro 100 Liter. Also das kann man dann 10 Literweise kann man das hier auftanken. Okay. Aber nichts sagen, ganz teuer Stellplatz gemacht, ja. Und ja. Weil es eigentlich ganz gut ist, sehr ruhig alles, also ja. Kann man nicht meckern. Könnt ihr gerne mal herfahren. Mhm. Hast du schon gesagt, was er kostet? 7 Euro. Ja. Und ich habe gesagt, dass das sehr moderat ist, weil der Stellplatz wirklich sehr schön angelegt ist. Ja, und es ist alles da und auch so und Einkaufsmöglichkeiten, alles gibt es hier. Und ruhig ist es auch, ja. Mhm. Schöne Stadt Ebbingen. Ja, zu empfehlen.